Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und heute wollen wir mal über etwas reden, was unser Leben ganz schnell transformieren kann. Denn ganz oft werde ich ja gefragt, sag mal, Pierre, wie ist das eigentlich? Muss ich da wirklich in meine ganzen Tiefen hineingehen? Muss ich alle meine Schattenbereiche bearbeiten? Muss ich da endlos irgendwo rumwühlen und Dinge irgendwie zu wandeln und damit ich dann endlich tatsächlich ein Leben führen kann, das ich gerne führen möchte? Oder gibt es da nicht eine Abkürzung? Gibt es da nicht irgendwas, was rasanter und schneller geht? Und Abkürzungen sind natürlich meistens sehr gefährlich. Und dennoch gibt es etwas, was wirklich der Turbo ist, wenn wir unser Leben wandeln wollen. Und es gibt etwas, das unglaublich schnell unser Leben transformiert. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Was könnte das denn sein, dass unser Leben tatsächlich so mit einem Fingerschnipsen verändert? Nun, worüber wir heute reden, ist etwas, was wir dauernd eigentlich um uns herum haben wollen, etwas, wonach wir uns sehnen, das wünschen wir uns, dass man uns das schenkt. Und andere wünschen sich ebenfalls, dass wir ihnen das geben. Und das ist etwas, was kein Geld kostet, auch keine Kraft. Und dennoch ist es der eigentliche Antriebsmotor für unser Leben, dass wir überhaupt hier sind. All das treibt uns unglaublich an. Und wenn wir dies nicht haben, dann sind wir müde. Dann sind wir sinnentleert. Worüber wir heute reden wollen, ist das wundervolle Wort Liebe. Das wird dich vielleicht etwas überraschen. Und dennoch ist Liebe der schnellste Transformationstool, das wir überhaupt haben können, um unser Leben rasant zu ändern. Da sollten wir uns mal betrachten, was ist denn Liebe eigentlich? Oder warum glauben wir eigentlich, dass wir so viel tun müssen, um Liebe zu erhalten? Ist es wirklich so? Müssen wir ganz viel tun, um überhaupt Liebe zu bekommen? Und wenn wir tatsächlich Liebe schenken oder Liebe geben oder Dinge mit den Augen der Liebe betrachten, ändert das wirklich etwas in meinem Leben? Nun, die erste Frage ist, warum haben wir eigentlich die Liebe so schnell aus dem Blick verloren? Und warum spüren wir eigentlich diesen Mangel so stark, dass die Liebe nicht mehr in unserem Leben ist? Denn wenn wir uns mal überlegen, als wir auf die Welt kamen, da haben wir nicht viel getan, da haben wir nichts tun müssen. Wir waren einfach da. Und allein, dass wir da waren, hat alle Menschen um uns herum glücklich gemacht. Man hat unseren Eltern gratuliert und man hat uns gefeiert. Man war glücklich, man war beseelt. Man schenkte uns pure Liebe. Und allein durch unser Dasein schenkten wir anderen Liebe. Es gab eine tiefe Verbindung, eine tiefe innere Dualunion. Da ist etwas entstanden, was eine unglaubliche Kraft hatte. Was uns unglaublich erfüllte. Da haben wir nichts getan. Wir mussten auch nichts tun. Sondern wir wurden geliebt, weil wir da waren. Also unser Leben war unglaublich wertvoll für andere Menschen. Und genau genommen ist das heute noch so, wir haben es nur vergessen. In unserer heutigen Gesellschaft, da geht es ja um ganz viele, um Werte, da geht es um Dienstleistungen, da geht es um Dinge, die wir tun müssen, damit wir geliebt werden. Glauben wir zumindest. Dabei streben wir nicht mehr danach, geliebt zu werden. Wir wollen eigentlich nur noch anerkannt werden, wir wollen bewundert werden vielleicht. Vielleicht wollen wir auch geachtet werden oder gemocht. Geliebt ist eigentlich schon etwas, wo wir ganz oft sagen, aber Liebe ist doch, das hält doch sowieso nicht. Das stimmt übrigens. Liebe ist eine sehr vergängliche Ware. Liebe ist etwas, ein Gefühl, das entsteht, ein tiefes Gefühl, was wir in uns haben und das uns mit anderen Menschen verbindet. Und dieses Gefühl können wir verlieren. Deswegen unterliegt die Liebe großen Schwankungen. In dem Moment, wo wir uns selber nicht mehr als wertvoll erachten oder als liebenswert erachten, in dem Moment, wo wir selber sagen, oh, ich muss das machen und jenes machen und das machen, damit man überhaupt mich gar irgendwie mag, haben wir die Liebe aus den Augen verloren. Nochmal, wenn wir zurückblicken. Wir kamen auf die Welt. Wir waren einfach wundervoll. Oder auch wenn du Kinder hast, dann wirst du das wahrscheinlich auch noch sehr gut in Erinnerung haben. Da kam jemand auf die Welt
dein Sohn, deine Tochter. Boah, und du warst pure Liebe. Und das hat dir einen Lebenssinn gegeben, eine Kraft gegeben. Es war unbeschreiblich. Und umgekehrt auch. Wir sahen an dem frisch geborenen Baby, an dem kleinen Kind, sahen wir diese pure Liebe. Und wenn wir mal zurückdenken an die großen Geschenke, die wir in unserem Leben bekommen haben, klar gab es da bestimmt große Geschenke zu Weihnachten, zum Geburtstag, also auch als Erwachsene. Vielleicht gab es da mal ein Auto, wow, oder irgendwie ein Schmuck, also das war alles toll. Aber wir erinnern uns hauptsächlich an Geschenke, die mit einer Emotion daherkamen. Und diese Emotion hatte etwas mit Liebe zu tun. Wenn wir uns vielleicht zurückerinnern an einen Brief, das unser Kind geschrieben hat: Du bist der Größte für mich, der größte Papa der Welt. Ich weiß noch, meine Tochter hat mir oft solche Briefe geschrieben, zu Weihnachten, zum Geburtstag und so. Und da stand dann drin: Ich hab dich so lieb, ich hab dich, liebe dich von hier bis zum Mond und wieder zurück. Und das habe ich gelesen und habe Tränen in die Augen bekommen. Aber wo kommen die Tränen her? War der Brief traurig? Nein. Der Brief hatte etwas transportiert. Und das, was der Brief transportiert hatte, diese kleine Nachricht, so handgekritzelt, vielleicht noch mit Fehlern drin, transportierte pure Liebe. Und diese Liebe geht sofort tief in uns hinein und verbindet uns sofort mit unserer puren Essenz. Das sind wir. Wir sind pure Liebe. Das waren wir schon immer. Wir haben es nur vergessen. Und wenn wir wieder an die innere Quelle anschließen wollen, das, was wir eigentlich sind, müssen wir wieder Verbindung aufnehmen mit der Liebe, die es immer gibt. Die gibt es da draußen. Die gibt es in uns. Nur wir haben sie genauso abgekappt wie viele andere auch, weil sie sagen: Ja, aber ich darf mich nicht so der Liebe hingeben, denn wenn die Liebe weggeht, dann werde ich vielleicht nie wieder aufstehen oder nie wieder jemand anderen lieben können oder dann wird die Verletzung so groß sein. Und dann haben ganz viele Menschen sich davon eben entfernt und wollen diese Form der Energie nicht mehr da haben. Vielleicht wurden sie in ihrem Leben sehr stark verletzt. Vielleicht haben sie Dinge erlebt, die sie nicht erleben wollten. Und aus reinem Selbstschutz war es schon sehr wesentlich, dass wir die Liebe in dieser Form vielleicht nicht zulassen. Aber für immer? Auch nächstes Jahr noch? Auch in 10 Jahren noch? Möchtest du da immer noch ohne Liebe leben? Also, wir sehen schon, Liebe hat etwas mit unserem ganzen Lebenslauf zu tun. Als Kind wurden wir geliebt und dann taten wir Dinge, die waren nicht so nett. Und dann bekamen wir zu spüren: Ja, nee, wenn du so bist, dann mag ich dich nicht. Upsala, hat das was mit Liebe zu tun? Ja, weißt du, benimm dich mal so und so und so, dann kann man mit dir besser umgehen. Und sofort lernten wir: Ich muss anders sein als so, wie ich wirklich bin. Erst dann werde ich geliebt. Erst dann werde ich angenommen. Und für ein Kind ist es unglaublich wichtig, geliebt zu werden. Denn das Kind hat natürlich die größte Angst, aus dem Familienverband rausgeworfen zu werden. Wenn ich nicht so bin, wie meine Eltern es gerne möchten, dass ich bin, dann kann ich hier nicht länger bleiben. Dann mögen die mich nicht. Also muss ich ganz viel tun. Und schon haben wir uns verbogen. Und schon haben wir die Liebe verloren. Liebe ist das pure Sein. So wie ich bin, bin ich wundervoll. Und schon haben wir uns verbogen. Und dann haben wir angefangen, Dinge zu tun, die uns vielleicht gar nicht entsprachen, die vielleicht gar nicht authentisch waren. Wir fingen sogar an, uns selbst nicht mehr zu mögen. Wenn ich so bin, dann ist das nicht gut. Oh, dann mag ich mich aber auch nicht so. Wenn andere mich nicht mögen, mag ich mich selber ja auch nicht mehr. Also haben wir plötzlich aufgehört, nicht nur die anderen lieben mich nicht mehr, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, sondern wir haben auch begonnen zu sagen: Dann liebe ich mich auch nicht mehr, dann mag ich mich auch nicht mehr. Ich mag das nicht an mir so, dass ich so bin. Und wir haben uns immer mehr aus den Augen verloren. Und damit haben wir auch immer mehr die pure Liebe aus den Augen verloren. Du musst nichts tun, um geliebt zu werden. Das ist der große Irrtum. In unserer Gesellschaft hier
Glauben wir, wir müssen unglaublich viel tun. Und die Werbung natürlich, die spielt perfekt damit. Weißt du, wenn du dieses Parfum hast, dann wirst du geliebt. Wenn du dieses Auto hast, wenn du diese Zigarren rauchst, diesen Whisky trinkst, dann wirst du geliebt und anerkannt. Wenn du diese Kleidung trägst. Also man spielt genau mit diesem Mangel, den wir haben, nämlich der Liebe. Und da diese tiefe Sehnsucht nach Liebe aber vorhanden ist, weil wir wissen ja, das ist ja meine pure Essenz, das bin ja ich, das macht mich ja aus in der ganzen Tiefe. Und wenn ich diese Verbindung wieder habe, habe ich auch die Verbindung mit allen anderen. Das kennen wir noch von einem Urzustand, den wir mal waren und mal hatten. Wenn wir also wieder zurückkommen zu diesem Urzustand, dann ist alles wieder möglich. So, und damit spielt natürlich die Werbung, damit spielt dein Umfeld, damit spielen deine Arbeitgeber, damit spielt alles. Wenn du das noch machst, dann, wenn du dies noch machst, dann, wenn du diese Kleidung trägst. Also gibt es bei uns immer ein Wenn dann. Aber Liebe ist bedingungslos, hat nichts mit Wenn dann zu tun. Liebe hat nichts damit zu tun, dass es bedeutet, ich muss etwas tun. Nein, dann wirst nicht du geliebt, sondern dann wird die Leistung geliebt. Dann bist du austauschbar. Dann könnte jemand andere auch dies Gleiche tun und wirst dann du noch geliebt? Nein, sondern nur das, was erledigt worden ist. Das ist der große Irrtum. Deswegen spürt es sich auch immer schal an. Und deswegen hetzen wir und hecheln wir immer schneller irgendetwas hinterher. Und wir spüren, spürt sich nicht gut an. Und natürlich haben wir ganz viele Schattenseiten. Und diese Schattenseiten, die wir haben, die mögen wir erst recht nicht. Also mögen wir uns noch weniger. Und dann zeigt uns das Leben ja heute, nee, jetzt muss ich ja noch mehr tun und noch mehr tun und noch mehr tun. Dabei? Nein. Wir reden ja davon, was ist denn der schnellste Transformations Tool. Was ist das Schnellste? Ganz einfach. Wenn wir uns rückerinnern an die Liebe. Und nun fragst du natürlich, ja, super gut, aber wie geht denn das? Was muss ich denn da bitte schön machen? Liebe ist ja schön, aber was muss ich da tun? Letztendlich ist es wirklich einfach. Letztendlich geht es nur darum, dass du deinen Blickwinkel veränderst. Also betrachte alles, was du tust, mit den Augen der Liebe. Jetzt fragst du ja, super schön, wie betrachte ich denn bitte schön das mit den Augen der Liebe? Nun, gehen wir mal davon aus, wenn du dich selbst bewertest, wenn du sagst, das ist nicht gut, so wie ich bin, wenn ich mich so verhalte, ist das nicht gut, dann ist das ja eine Art Bestrafung, die du weiter fortführst. Wahrscheinlich haben das deine Eltern zu dir gesagt und du führst heute noch deren Erziehung weiter und bist heute noch kritischer und strenger mit dir, als es deine Eltern waren. Also, wenn du dich selbst so behandelst, dann kannst du davon ausgehen, dass du andere Menschen auch so behandelst. Ist ja klar, weil es tut ja weh. Du bestrafst dich selber, ich darf so nicht sein, dann darf bitte schön jemand anderer auch nicht so sein. Und damit lässt du schon mal bei anderen auch nicht die Liebe zu. Also, was gibt es zu tun? Mit den Augen der Liebe heißt nichts anderes als, was würde jetzt die Liebe dazu sagen, wenn du mit jemandem redest? Dann streiten wir oft, wir wollen Recht haben. Und wenn du dann einfach nur fragst, was würde die Liebe jetzt sagen? Und wir uns einfach mal unser Gegenüber anschauen, und wir nur schauen, was ist an ihm so liebenswert? Was ist an ihm so wundervoll? Kann ein wildfremder Mensch sein. Wenn du in der U-Bahn sitzt, kannst du da sitzen und du schaust dir einfach die Menschen an und schaust, was ist an ihm so wundervoll? Normalerweise schauen wir immer, ah nee, und ach, wie der aussieht und die Jacke, die er anhat. Also wir sind voll in der Bewertung. Voll ganz weit weg von Liebe. Und nun setzt du dich mal hin und fängst an, das Leben mit den Augen der Liebe zu betrachten. Was ist an dem so liebenswert? Vielleicht ist an ihm liebenswert, dass er kämpft, dass er auch versucht zu überleben, dass er auch gemocht werden möchte. Und wenn wir unsere Mitmenschen mal so betrachten, egal, ob wir einen Bettler auf der Straße sehen, eine Bedienung im Lokal, unseren Kollegen,
Kinder, übrigens bei Kindern fällt es uns viel leichter, sie mit den Augen der Liebe zu betrachten. Ist doch erstaunlich. Und weißt du warum? Klar, weil wir uns erinnern, wir waren auch so. Ah, wir haben da auch in dieser Pfütze rumgetanzt, genau, und uns klatschnass gemacht. Heute trauen wir uns das nicht mehr. Heute sind wir erwachsen. Aber wenn wir Kinder sehen, die rumtollen, wow, und Freude haben, da erinnern wir uns. Warum? Weil wir in Resonanz mit Liebe treten. Wow, genau, diese pure Lebensfreude hatten wir auch. Und Kinder können wir auch sofort in unser Herz schließen. Ein Kind, das lächelt oder lacht. Wir kennen solche Fotos, ne? Wenn ein Kind auf so einem Foto ist und guckt dich so an und lächelt, wow, da geht das Herz auf. Aber warum geht dein Herz auf? Nicht, weil du dieses Kind siehst, sondern weil dieses Kind dich daran erinnert, wie es für dich war, als dein Herz auf war. Weil du noch genau weißt, da gibt es keine Zeitspanne, da gibt es nicht 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, die gibt es nicht. Auf der Seelenebene gibt es keine Zeit. Wir erinnern uns sofort wieder, wie sich damals die Liebe angespürt hat. Und in der gleichen Sekunde sind wir pure Liebe. Du siehst, die Liebe ist immer da, die ist immer in dir. Die ist nur irgendwo dazu gemacht worden. So wie wir das wieder öffnen, haben wir ein Resonanzfeld von Liebe. Es ist in dir. Und dieses Resonanzfeld können wir wieder öffnen. Wir können das ganz schnell wieder erzeugen. Und wir wissen ja, alles geschieht nach unseren Überzeugungen, alles geschieht, wie unser Resonanzfeld aufgebaut wird. Und das können wir selber aufbauen. Also, betrachte mal deine Mitmenschen, egal wen, mit den Augen der Liebe. Und gerade wenn du Menschen hast, die du sehr bewertest, den kann ich nicht ausstehen, wie der schon redet. Und dieser Akzent, nee, nee, nee. Und dann lacht er auch noch so und gluckst, das mag ich nun gar nicht. Und dann hast du gesehen, wenn der schluckt, da geht der Adamsapfel rauf und runter. Wir haben tausend solche Dinge, die uns stören könnten. Übrigens, das meiste, was uns stört, sind auch wieder nur Erinnerungen. Also uns stört gar nicht der Adamsapfel, sondern Erinnerungen, die wir damit haben. Und wenn jemand anders ist, das mögen wir ja auch gar nicht, denn schließlich haben wir uns doch auch angepasst. Wir haben uns doch auch unterordnen müssen bei anderen. Und wenn jemand anders ist, dann darf der nicht so sein, dann wird der abgelehnt. Aber damit lehnst du dich selber auch ab. Dann magst du dich auch nicht. Du erinnerst dich, wie du abgelehnt worden bist, als du anders warst. Und deswegen lehnst du heute alles ab, was auch anders ist. Wenn es dir nicht gestattet ist, dann bitte jemand anderem auch nicht. Damit verschließt du dich aber weiterhin von der Fülle, von der wundervollen Fülle, die das Leben dir bieten könnte. Die Wahrheit ist also relativ einfach und schnell zu erreichen. Pure Liebe ist ganz einfach zu erreichen. Ändere den Blickwinkel. Und klar, Selbstliebe ist natürlich super, wundervoll, wollen wir auch alle erreichen. Klar, gibt es nichts Schöneres, aber es ist nicht so einfach, die Selbstliebe zu entwickeln, wenn wir außen ständig in der Bewertung sind. Also fang mal an. Erster Schritt, beobachte Menschen, setz dich auf eine Parkbank und beobachte einfach nur Menschen und sag, boah, so ein liebenswerter Mensch. Vielleicht siehst du einen ganz alten Menschen, der vorbeihatscht, gar nicht mehr richtig gehen kann. Ah, wie liebenswert ist das? Ein ganzes Leben gelebt. Betrachte den mit den Augen der Liebe. Da geht ein Mann vorbei, eine Frau, ein Paar. Vielleicht geht jemand vorbei, wo du eher sagst, nee, das mag ich gar nicht. Anzug und Krawatte geschniegelt bis zum Gehen. Betrachte den mit den Augen der Liebe. Wow. Wie schick der sich gemacht hat, wie viel er sich macht aus seinem Aussehen. So ein liebenswerter Mensch, so viel Mühe gibt er sich, um geliebt und anerkannt zu werden. Ich schenke dir meine Liebe. Da, ich gebe dir ein bisschen Energie, ich schicke sie dir rüber. Mach das mal. Und du wirst plötzlich sehen, dass sich etwas verändert. Massiv verändert. Nicht nur so, massiv verändert. Denn plötzlich beginnst du wieder in Verbindung mit Liebe zu treten, und zwar mit deiner eigenen. Erinnere dich. Deine pure Quelle, deine Essenz ist Liebe. Und damit verbindest du dich wieder. Wie außen so innen, wie innen so außen. Du betrachtest außen Menschen und verbindest dich mit der Liebe.
Sei übrigens nicht erstaunt, wenn Menschen plötzlich zu dir kommen und dir Komplimente machen oder was ganz Tolles zu dir sagen oder dich plötzlich auch anerkennen. Aber die große, massive Änderung, die passieren wird, ist, du wirst diese Betrachtungsweise nicht länger nur auf Menschen beschränken können, auf wildfremde Menschen, nein, sondern es wird weitergehen. Du wirst plötzlich andere Dinge liebenswert finden. Den Teich, die Enten, das Auto, die Ampel. Plötzlich findest du ganz viele Dinge schön, den Sonnenschein, den Regen, wie schön es regnet. Und du spürst plötzlich, du fängst an zu leben, du nimmst das Leben wieder ganz anders wahr, nicht mehr so taub und tumpf wie und dumpf wie bisher, sondern du nimmst plötzlich das Leben mit einer anderen Qualität wahr. Und diese Qualität, wirst du sehen, das ist pure Liebe. Und dann wirst du sehen, dass plötzlich andere Dinge du ebenfalls wundervoll findest. Und dann kann es sein, dass du dich plötzlich im Spiegel siehst. Und dann siehst du nicht mehr jemanden, den du vielleicht ablehnst oder wo du vielleicht sagst, ich weiß nicht. Nein, da ist auch ein Mensch, der ist wundervoll. Mein Gott hat er gekämpft, mein Gott hat er sich Mühe gegeben, voranzukommen. Ach, so angepasst hat er sich und so verbogen und das hat er alles überstanden. Und ist immer noch da und will immer noch wissen und sehnt sich immer noch nach Liebe. Schau doch mal, was für ein wundervoller, liebenswerter Mensch da ist. Das bist du. Und plötzlich wirst du feststellen, da ist ja noch eine ganz andere Energie da, die war vorher nie da. Und plötzlich wird sich ganz viel in deinem Leben wandeln. Denn ohne Liebe sind alle Bereiche unseres Lebens sehr hart, haben fast nichts mit Lebendigkeit zu tun. Eine Partnerschaft ohne Liebe, ein Beruf ohne Liebe. Wenn du nicht das liebst, was du tust, und andere nicht das lieben, was sie tun, ja, dann wissen wir, wie sie ihre Arbeit machen, wie sie vorangehen. Alles ohne Liebe. Wenn wir plötzlich Macht haben, ohne Liebe, boah, sehen wir in der Politik, wie sich Dinge entwickeln. Wenn Menschen zu Tyrannen werden, ohne Liebe, Macht. Wenn du mal alles betrachtest, was es ohne Liebe wäre, dann wirst du ganz schnell sehen, wow, in wie vielen Bereichen du dich eigentlich schon aufhältst, ohne dass Liebe das leitende Motiv ist. Liebe motiviert dich zu all dem, was du tust. Wenn jemand ein Musikinstrument spielt und liebt es nicht, was er spielt, ja, das ist sehr mechanisch. Aber wenn er das liebt, dann geht diese Liebe, die spürst du, die geht zu dir. Und wenn wir uns mal erinnern, wie wir verliebt waren, da waren wir pure Liebe, da waren wir blind, da waren wir wirklich blind? Oder haben wir da mehr gesehen? Vielleicht haben wir da alles gesehen, alles. Wir spiegelten uns im anderen und sahen alles. Mehr mussten wir nicht sehen als ich liebe dich und du liebst mich. Und erst später kamen die ganzen Bewertungen dazu. Ja, aber das solltest du noch machen und jenes. Und wenn du das nicht machst und dann du und dann kam das und du und dann kam Rechthabereien und ein Streit mit Liebe ist wundervoll. Ein Streit ohne Liebe kennen wir vielleicht. Dann geht es nur noch ums Recht haben. Als wir verliebt waren, haben wir alles gesehen und alles gespürt und nicht nur diesen Partner. Denn wenn wir
verliebt sind, also Liebe, pure Liebe spüren, ist alles um uns herum wundervoll. Und dann stört uns auch nichts mehr. Wenn jemand verliebt ist, bah, hat der eine Energie und alles ist großartig. Wenn der zur Bushaltestelle kommt und der Bus fährt ihm vor der Nase weg, dann sagt er, ah, super, dann kann ich noch mal 10 Minuten frische Luft schnappen, ist der begeistert. Wenn der ins Büro kommt und der Chef scheißt ihn zusammen, dann freut er sich und sagt, super, habe ich das heute schon hinter mir. Alles ist großartig. Wenn wir beginnen, Bereiche zu lieben, weitet sich diese Liebe in alle Bereiche aus. Und jetzt stell dir mal vor, was für ein Leben das ist. Wenn Liebe dich in allen Bereichen durchströmt, dann gibt es viele Bereiche, die vielleicht nicht so angenehm sind. Das heißt nicht, dass du plötzlich keine Begrenzungen mehr erfährst oder dass du vielleicht dich nicht wieder am Fuß stößt oder. Obwohl, es gibt Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass gerade wenn man sich gerne verletzt oder so, welche Gedanken waren denn da vorher? Und dass Menschen, die eher mürrisch sind, zornig sind, sauer sind, dass die sich eher verletzen als Menschen, die verliebt sind, die glücklich sind. Glück hat eine komplett andere Energie. Die ist da oben. Und alle anderen Formen von Energien, man kann diese Energien ja in den Frequenzen sehr gut messen. Neid, Eifersucht, das ist die tiefste Frequenz. Und aber auch alles andere, was noch dabei ist, ist alles tiefer. Die höchste Frequenz ist die Liebe. Und möchtest du, so haben wir begonnen mit unserer heutigen Sendung, möchtest du am schnellsten dein Leben transformieren, dein Leben wandeln, dann willst du natürlich am schnellsten in die höchste Form der Energie eintreten. Tja, und das ist einfach. Betrachte dein Umfeld mit den Augen der Liebe und alles wird sich wandeln. Ich kann dir das deswegen so intensiv raten, denn das habe ich vor 30 Jahren, 35 Jahren gemacht. Und das hat mein Leben massivst gewandelt. Ich habe einfach begonnen, nachdem ich ja doch damals so meine 4 Monate tiefe Meditation gemacht habe und mich von der Außenwelt zurückgezogen hatte, bekam ich doch so viele Einsichten. Heute wird man sagen, Erleuchtungsmomente. Also ich habe viele Dinge erfahren dürfen. Und eins der wesentlichsten Dinge war, betrachte das Leben mit den Augen der Liebe. Das wandelt alles. Und wenn du sonst nichts anderes machst als das, du wirst sehen, in kürzester Zeit wird sich dein Leben transformieren, wird sich dein Leben wandeln. Und vielleicht spürst du ja sogar auch jetzt, in diesem Moment, wo du zu Hause sitzt und mir zuhörst, dass da etwas ist. Weißt du, was da ist? Du gehst in Resonanz mit, genau, mit Liebe, mit purer Liebe. Das Schöne ist, wir können uns der Liebe nicht verschließen, wenn sie da ist, weil wir uns wieder erinnern. Und wenn du das Leben mit den Augen der Liebe betrachtest, betrachtet das Leben dich mit den Augen der Liebe und plötzlich wandelt sich alles. Alles. In jedem Bereich. Mehr gibt es nicht zu tun. Und das Einzige, was du tun solltest, ist, beginn mal damit, andere Menschen so zu betrachten. Und dann wird sich das Feld ausweiten. Und es kann sein, dass dein Verstand jetzt sagt, ja, ja klar, haben wir schon mal probiert, ja, kennen wir doch schon, ach komm, hat doch bei dem nicht funktioniert und bei der auch nicht, ach komm, der redet doch nur. Also unser Verstand ist dafür nicht zuständig.
Das Herz ist dafür zuständig. Unser Verstand ist dafür zuständig, was in der Vergangenheit passiert ist. Und der Verstand hat ganz schnell gelernt, aus deiner Kindheit heraus, wir müssen uns anders geben, als wir sind. Also wird er immer sagen, du, warte mal, das funktioniert nicht. Nee, nee. Also der Verstand ist der innere Kritiker, der große Zweifler. Deswegen, wenn der jetzt hochkommt und hochpoppt und sagt, oder das war ein Blödsinn, ah ja, das ist dein Verstand, das ist seine Form zu rebellieren, das ist seine Form, sich zu zeigen, sich zu äußern. Der Verstand macht gerne Dinge lächerlich, zieht sie in Zweifel oder behauptet, das geht nicht. Oder bringt Beweise bei anderen, wo es auch nicht funktioniert hat. Das ist die Aufgabe des Verstandes. Der Verstand ist aber nur für die Vergangenheit zuständig. Der folgert aus all dem, was früher war, dass es dann auch in der Zukunft so sein wird. Also wenn es nach dem Verstand geht, wird sich dein Leben nicht ändern. Erst wenn du Dinge erlebst, die dein Verstand plötzlich aufnehmen kann, oh, da gibt es ja noch was, was auch super gut funktioniert, fängt der Verstand an, sich zu verändern und dir neue, andere Impulse zu geben. Also deswegen, hör mal nicht auf deinen Verstand, sondern hör nur auf dein Herz. Das ist ganz einfach. Weißt du, was du machen könntest jetzt? Also, schließ einfach mal ganz kurz nur die Augen. Einfach die Augen schließen, vielleicht tust du die Hände einfach nur nach unten. Schließ die Augen und dann sagst du einfach nur für dich: Ich bin Liebe. Ich bin pure Liebe. Und das sagst du bitte nicht einfach nur so, sondern spür mal hinein. Ich bin Liebe. Spürst du? Stimmt, das warst du schon immer. Pure Liebe. Das war schon immer da. Das war ein Teil von dir. Das bist du schon immer gewesen. Liebe ist kraftvoll. Liebe ist Lebensfreude, ist Lebensenergie. Stell dir vor, was für ein Leben das wäre, wenn du wieder zu 100%, nicht nur zu 30, 40, 50% leben könntest, sondern wenn diese Kraftquelle dir wieder zur Verfügung steht und du wieder dieses Leuchten in den Augen bekommst und dieses Lächeln und jede einzelne Zelle in deinem Körper zu lächeln beginnt. Welche Lebendigkeit sich da plötzlich wieder bemerkbar macht. Ich bin Liebe. Ich bin pure Liebe, das war ich schon immer. Und jetzt erinnere ich mich wieder daran. Und deswegen kann ich außen überall die Liebe sehen. Weil in jedem anderen Menschen ist die Liebe auch verankert, vielleicht auch verschüttet, wie bei dir, aber sie ist da. Diese Liebe gibt es. Spür mal, wie sich das anspürt. Ich bin Liebe. Bist Liebe. Pure Liebe. Und dieses Energiefeld, dieses Resonanzfeld strömt in die Welt. Und was findet es? Mit was resoniert es? Klar, mit purer Liebe. Und diese Liebe kommt zurück. Was ist die schnellste Möglichkeit, sein Leben zu transformieren? Betrachte die Welt mit den Augen der Liebe. Und Liebe wird dir entgegenströmen. Und wenn du merkst, dass du wieder in den bewertenden Blick hineinkommst oder in den zweifelnden, dann bekämpfe das nicht. Ja, klar, du warst ja lang genug in diesen Energiefeldern, die sind dir vertraut, dann kommt das auf dich zu. Auch das betrachten wir mit Liebe. Oh mein Gott, ein guter alter Freund, hast uns schon so lange begleitet. Ich kenne dich ja schon super gut. Dankeschön. Aber jetzt gucke ich in diese Richtung. Ich bin Liebe. Und schau mal, mein Gott, der ist ja wundervoll. Pure Liebe.
du bist pure Liebe. Großartig. Wow. Spür das. Lass es zu. Spür es. Das ist das Schönste und Größte, was in unserem Leben möglich ist. Was für ein Leben, was für ein wundervolles Leben erwartet dich. Wenn dir dieses Video oder dieses Audio gefallen hat, dann teil es mit anderen. Lass diese Liebe andere spüren, dass sie teilhaben daran. Lass diese Liebe überall, in allen Zellen, überall sich fortpflanzen. Teile es mit anderen. Gib mir einen Daumen nach oben. Erzähl Leuten davon. Schaut euch dieses Video an. Was hältst du davon? Was meinst du davon? Was meinst du, was passieren könnte, wenn wir uns allen dieser Liebe hingeben würden? Überleg mal, was in unserem Leben möglich wäre. Überleg mal, was in unserer Umgebung möglich wäre. Alles beginnt immer nur mit einer Idee, mit einem Gedanken. Aber wenn ein Gedanke zündet, wenn ein Gedanke Kraft besitzt und andere Menschen inspiriert und motiviert, dann trägt dieser Gedanke sich weiter. Liebe. Pure Liebe. Und alles wird sich verändern. Und eine Bitte, schreib in die Kommentare. Nicht nur jetzt hier im Chat, sondern schreib auch in die Kommentare hinein. Wie es dir geht mit der Liebe, was du erlebt hast mit der Liebe. Und was du erleben wirst, was deine Gedanken dazu sind. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Liebe, die ihr mir entgegenbringt. Ich bedanke mich für die vielen Mails und natürlich auch die Kommentare, die ihr hier schreibt. Und ja, was ich tue, liebe ich. Und deswegen bist du Teil dieser großen Liebe. Ich weiß, du spürst es. Ich spür's auch. Danke dir für deine Zeit und dein Interesse. Und ich danke dir für deine wundervolle Liebe und dass du bis heute nicht aufgegeben hast. Dass du heute noch wissen willst. Dass du dich heute noch anstrengst. Und dass du jetzt damit beginnst, Liebe in die Welt zu tragen und in dein Wesen. In dich selbst. Und plötzlich bist du liebenswert. In diesem Sinne, alles Liebe. Euer Pierre.